Ja, guten Tag, liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde. Heute möchte ich Ihnen unseren Nero di Troia vorstellen. Ein Rotwein aus Apulien. Ist unser Monatswein Mai. Nero di Troia. Im Wortstamm Nero steckt schwarz. Nero kommt aus dem Griechischen. Im Italienischen ist aber das gleiche Wort. Nero heißt also schwarz. Also daraus können wir ja schon ableiten, eine Eigenschaft dieses Weines, nämlich ein tief dunkles Rot. Violett, schwarz halt, wie der Name so schön sagt. Nero di Troia, eine autochthone Rebsorte aus Apulien. Der Name Troia ist auch interessant. Der Sage nach soll die Rebsorte aus Griechenland stammen und ist von Troja aus nach dem Trojanischen Krieg von Diomedes nach Apulien gebracht worden. Der ist auf dem Rückweg von Troja, so sagt die Sage, durch einen Sturm an die apulische Küste geworfen worden mit seinem Schiff und hat diese Rebsorte mitgebracht. Sie kann aber auch genauso gut aus Apulien selbst stammen. So ganz genau weiß man das nicht wirklich. Es gibt übrigens auch eine Stadt Troja in Apulien, in der Provinz Bari, ganz in der Nähe von den Weinbaugebieten dieser Weine. Das liegt alles rund um das Castel del Monte, das Staufer Schloss in Apulien, dem staufischen Kaiser. Meine Frau und ich waren vor 2 Jahren in Apulien im Urlaub und ich kann Ihnen nur empfehlen, ein wunderschönes Land. Wir waren im Mai da, als wirklich die Natur anfing, sich zu entwickeln. War noch relativ kühl, erstaunlich. Ich hätte es wärmer erwartet, aber eine traumhaft schöne Landschaft Apulien kann ich also wirklich Ihnen nur ans Herz legen. Und die Weine Apulien ist übrigens das größte italienische Weinbaugebiet mit der größten Weinerzeugung. Sind ungefähr 100.000 Hektar und die gesamte apulianische Weinerzeugung ist größer als die deutsche Weinerzeugung zum Beispiel. Also einfach um eine Vorstellung von diesem Gebiet zu bekommen. Übrigens hat unser Nero di Troia auch einen Bruder, nämlich den Rosé, bei uns im Sortiment. Den können wir bei der Gelegenheit vielleicht auch gleich nochmal mitverkosten, obwohl heute der Hauptspieler der Nero di Troia rot ist. Nero di Troia ist eine spätreifende Traube, auch nicht sehr ertragreich, aber sie produziert sehr körperreiche, tanninreiche, extraktreiche Weine. Und diese Tannine werden allerdings hier in diesem Wein durch etwas Restsüße abgepuffert. Der Wein hat etwa 5 Gramm Restsüße, das ist immer noch sehr wenig, aber diese Tannine, Sie kennen das, das ist dieser pelzige Geschmack auf der Zunge, der von den Tanninen hervorgerufen wird. Diese Tannine werden durch diesen Restzucker etwas abgepuffert und der Wein wird dadurch milder. Der Körper bleibt, die Struktur bleibt, die Fülle bleibt, aber diese aggressiven Tannine auf der Zunge, die werden etwas abgemildert. Wenn man sich dabei den Rosé anguckt zum Beispiel, ist wie gesagt die gleiche Rebsorte, da kommen die Tannine sowieso wesentlich weniger zum Tragen, logisch. Auf der anderen Seite ist es so, dass aber auch beim Rosé quasi in den Genen dieser Rebsorte liegt das, dass die Fülle und Kraft dieses Weines auch bei dem Rosé ganz deutlich spürbar ist. Allerdings kommt er frischer rüber, er hat etwas weniger Säure als der Rote und trotzdem kommt er als Rosé einfach etwas frischer rüber, weil diese Tannine etwas in den Hintergrund geraten. Übrigens eine sehr helle Farbe, die so ein bisschen fast an Côte Provence Weine erinnert. Rosés werden ja in verschiedenen Ländern völlig verschieden ausgebaut. Zum Beispiel haben spanische Roséweine oft so eine leicht violette Farbe, sind auch wesentlich dunkler. Das ist eben die typische Farbe des Provence-Weines, die hier von den Machern dieses Weines in Apulien einfach erzielt worden ist und die dem Wein auch so eine große Eleganz und Leichtigkeit gibt. Das ist ja genau wie hier bei dem Rotwein, wo die Kraft und Fülle schon in der Farbe erkennbar ist. Auch hier so diese Leichtigkeit und Spritzigkeit in der Farbe schon etwas erkennbar. Ja. Damit wäre ich eigentlich schon am Ende meines Vortrages. Ich habe Ihnen heute gleich mal 2 Weine vorgestellt. Wie gesagt, Monatswein des Monats Mai, der Nero di Troia Rot. Übrigens hier natürlich auch noch ein Hinweis,
Der Wein hat bei der AWC Vienna in Wien eine Silbermedaille bekommen im letzten Jahr und der Rote hat sogar bei der Frankfurt Trophy eine Goldmedaille bekommen. Wir freuen uns immer wieder, dass unsere Weine, die wir für Sie entdeckt haben, zum Beispiel hier in diesem Fall in Süditalien, nicht nur von uns geschätzt werden, sondern auch immer wieder Anerkennung und Medaillen bekommen. Okay, aber machen Sie sich Ihr eigenes Bild und schmecken Sie selber, was Ihnen gefällt.